Ein Kernproblem, was wir haben, ist, diese Schicksalsgemeinschaft zwischen Banken und Staaten ein für alle Mal zu lösen. Keine leichte Antwort. Es haben sich ganz neue Erfahrungen in den letzten Jahren ergeben. Wohin mit der Liquidität? Für die Banken ein großes Problem, was die Profitabilität angeht. Wir haben Unternehmen, die in Europa sich aufgestellt haben, die im einen Land Milliardensummen von der Zentralbank im dortigen Lande sich besorgen und in einem anderen Land die gleichen Milliarden wieder anlegen. Das kann mit Effizienz nichts zu tun haben und spricht gegen das, was Politiker doch eigentlich machen wollten, nämlich einen europäischen Marktplatz kreieren. Diese Initiative ist zumindest im Sande verlaufen und hier hat sich Europa zurzeit sehr kritischen Fragen zu stellen. Die Frage nämlich, haben wir überhaupt noch das Ziel, so etwas zu erreichen oder sind wir in der Tat auf dem Pfad, den einige als Renationalisierung bezeichnen, als Desintegration des europäischen Marktplatzes. Ich halte dies für eine sehr gefährliche Entwicklung. Und wenn wir uns Statistiken anschauen, die sagen, dass sich europäische Banken aus anderen Märkten zurückziehen, dann mag man sagen, naja, viel Geld haben sie dort eh nicht verdient. Sollen sie ihr Geld, ihr Kapital besser dort anbringen, wo sie Nutzen stiften für die nationalen Volkswirtschaften und vielleicht sogar noch etwas mehr verdienen können. Nur auf Dauer gesehen müssen wir auch uns vor Augen halten, dass sie für die Banken in Europa damit zwei Konsequenzen ergeben. Zum einen schneiden sie sich ab von den Wachstumsmärkten von morgen. Wir dürfen uns nicht wundern, dass wir im internationalen Vergleich damit zwangsläufig weiter zurückfallen werden. Außer, dass wir noch heftiger konsolidieren, was aber angesichts der Diskussion too big to fail wahrscheinlich auch keine akzeptable Alternative darstellt. Der andere Punkt wird sein, dass man auch unter Risikoaspekten ganz einfach akzeptieren muss, dass die Konzentration auf einzelne nationale Märkte alles andere ist als Risikodiversifikation. Und wenn man das noch enger sieht, dafür haben wir Beispiele in Deutschland, dann darf man sich nicht wundern, wenn Banken es sehr schwer finden, sich bestimmten negativen Konsequenzen schnell zu entziehen.